Taten statt Worte, dieser Grundsatz gilt auch für die Digitalpolitik. Und in unserem Politikcafé heute Abend diskutieren wir mit politischen Entscheidungsträgern und Trägerinnen gemeinsam aktuelle Vorhaben und Visionen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Datenschutzfragen. Bei mir heute Abend sind Pierre-Alain Schneck, Regierungsrat und Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektor des Kantons Bern. Und als früherer Unternehmer im Informatikbereich setzt er sich aktiv für die Digitalisierung der Verwaltung und des Gesundheitswesens ein. Gerade daneben Flavia Wasserfall, ein bisschen ähnlicher Bereich, oder? Ein bisschen ähnliche Expertise als Politologin und Verwaltungsrätin bei der EWB und auch als Nationalrätin im Kanton Bern und als Gesundheitspolitikerin auch genau in diesem Gesundheitswesen und der Digitalisierung dort stark engagiert. Aline Trede ist seit 2020 die Fraktion der Grünen im National- und Ständerat vertretend und als Unternehmerin auch sehr aktiv engagiert bei der Digitalisierung, vor allem auch, wie das zusammengehen kann mit dem Klimaschutz. Und nicht zuletzt Alec von Grafenried, seit 2017 Stadtpräsident von Bern. Und eigentlich möchte ich gerade einsteigen, seit heute offiziell sozusagen der Stadtpräsident der bürgerfreundlichsten digitalen Stadt der Schweiz. Hat dich das überrascht, als du das heute Morgen gelesen hast? Oder wusstest du schon immer, dass Bern wirklich die bürgerfreundlichste, digitalste Stadt der Schweiz ist? Also, es hat mich zuerst mal gefreut, weil das ist das, was uns vor allem wichtig ist. Wir wollen ja alle mitnehmen. Wir wollen wirklich Plattformen bieten, wo alle draufgehen können, niemand zurücklassen. Also, von dem her hat es mich sehr gefreut. Es hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil wir haben gesehen, unsere Webseite, da sollten wir jetzt mal wieder dran hin. Da wäre etwas nachher, da müssen wir dringend dran hin. Und jetzt haben wir mit dieser Webseite den ersten Preis in der Schweiz gewonnen. Es hat mich ein bisschen beunruhigt über den Fortschritt von der Digitalisierung. Aber es hat uns natürlich angespornt, dass wir weiter gehen und dass wir noch besser werden wollen. Also kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern eher Ansporn zum Weitermachen. Absolut. Und wir sind, wir sind ein bisschen weit hinten gestartet, aber es freut mich natürlich, wenn wir ein bisschen aufholen können. Die Stadt Bern war noch nicht furchtbar digitalisiert, als ich 2017 hierher kam. Wir haben jetzt eine Organisation aufgestellt, wir haben eine klare Digitalstrategie und wir wollen wirklich vorwärts machen. Und wenn es natürlich bereits erste Resultate gibt, dann freut mich das natürlich sehr. Jetzt haben wir gehört, Digitalstrategie vorwärts machen. Wie sieht es auf einem Level höher aus? Wie sieht es im Kanton Bern aus? Wo stehen wir da? Ja, ich meine, die Verwaltung ist noch nicht stark digitalisiert. Wenn wir es vergleichen vielleicht mit anderen Branchen, die viel vorwärts ist als die Verwaltung. Auf der anderen Seite, ich finde, was gemacht worden ist in den letzten Jahren, geht wirklich in die gute Richtung. Und vielleicht dank der Pandemie, das ist vielleicht eine positive Aspekte von was wir erlebt haben während die letzten 20 Monaten. Ich glaube, alle haben jetzt verstanden, dass wir wirklich in diese Richtung investieren müssen. Wenn ich nehme im Kanton Bern, wir haben viele Projekte, die am Laufen sind. Wir haben auch schon sehr gute Realisierung. Ich meine, die Steuerabwicklung ist sicherlich führend in der Schweiz. Wir haben jetzt die ganze E-Bau-Paket, die wir am Umsetzen ist. Das ist wieder auch eine große Bausteine. Aber wir haben auch gezeigt während der Krise, dass wir rasch entwickeln können. Ich denke zum Beispiel an den Programm Härtefallregelung. Hat man digitalisiert in ein paar Tagen und Wochen. Das Gleiche für Impfungen und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich gute Schritte gemacht und wir müssen unbedingt von dieser Dynamik profitieren, um weiter in diese Richtung zu gehen. Wir haben es in der Einleitung auch schon gehört, eben im Gesundheitswesen speziell ist ja jetzt in Corona viel gegangen. Ist das ein Schub, den man mitnehmen kann oder ist da jetzt eher schon wieder Vorsicht? Wir hören ja auch die kritischen Stimmen gegenüber den digitalen Möglichkeiten von zum Beispiel Zertifikaten. Also was ich sehr stark erlebt habe jetzt in dieser Pandemie, ist so eine kleine Veränderung
in der Wahrnehmung und auch in der Beurteilung, ob eben die öffentliche Hand, sei es jetzt der Kanton, die Stadt oder eben auch der Bund, in der Lage ist, digitale Lösungen anzubieten. Weil vorher, als wir die Diskussionen geführt haben über die Einführung von der EID, ist immer wirklich das Mantra, die klare Überzeugung da gewesen, das kann der Staat nicht, er ist nicht in der Lage, das müssen Private machen. Und dort hat sich dann eben auch gezeigt, dass wir eine Vertrauensproblematik haben, dass eben bei solchen Lösungen die Frage unbedingt im Vordergrund muss stehen, wer stellt mir elektronische Identität aus, wer ist Hüterin, Hüter von einem EPD, wer tut das entwickeln? Und der ist auch ein springender Punkt, den ich möchte erwähnen möchte. Es ist ja nicht so, dass der Herr Schneck alles in seinem Büro entwickelt, sondern bei solchen Entwicklungen schafft man ja durchaus mit Hochschulen zusammen, man schafft mit privaten Unternehmen zusammen, aber die öffentliche Hand muss im Lead sein. Und das ist natürlich im Gesundheitsbereich, wo es um die schützenswertesten Daten geht, die wir überhaupt haben, sehr wichtig. Und da habe ich eine Veränderung schon festgestellt in der Pandemie. Wenn jetzt sogar aus der FDP Vorstösse kommen, dass eine Impfplattform vom Bund erstellt werden soll, dass dort ein Umdenken stattgefunden hat. Also wir haben gehört, es braucht viel Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, zwischen Hochschulen, zwischen Privaten. Ja. Aber es braucht ja auch die Zusammenarbeit über die verschiedenen Hierarchien von Gemeinde, Kanton und Bund. Aline Trede, wie erlebst du das? Funktioniert das bis auf die Bundesebene und nach oben oder braucht es da noch mehr über die verschiedenen Stufen hinweg? Also ja, ich habe mir überlegt, als ich die Frage ein bisschen habe, ja, die Verwaltung so auf nationaler Ebene, eben wir haben immer die lustigen, so ein bisschen lustigen Geschichten gehört, dass sie noch faxen oder dass es eben irgendwie wirklich so mit dem Postpäckchen bringen, sie es irgendwie hin und her. Und wir haben, da gehe ich auch mit dem Herrn Schneck sehr einig, sicher auch im Parlament einen sehr grossen Schritt gemacht, was Digitalisierung anbelangt, wegen der Pandemie. Aber wir sind auf einem extrem tiefen Niveau gestartet. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir drücken wirklich Vorstösse aus und dann schreiben wir die unterschreiben und dann bringen wir die vor zum Generalsekretär. Und wir haben so kleine rosarote Zettel, wo wir draufschreiben, unseren Namen und zu welchem Geschäft wir reden wollen. Und dann bringen wir das vor und nachher kommt das so, wird das so aufgelistet. Das hat man alles digital machen können. Und jetzt ist das Erste gekommen, wieder ein Antrag. Wir wollen unbedingt alles wieder auf Print haben. Und wir, glaube ich, eher Jüngere oder so, haben wir schon gefunden, nein, bitte, lasst die Zettel und das Ausdruck lassen. Aber immerhin hat er eine elektronische Abstimmungsanlage bei letzten Sonntag. Im Bundestag sind, ja. Dort tun sie immer noch von Hand abstimmen. Immer noch auszählen. Ja. Und die sind irgendwie 730 Mitglieder, also stell dir vor, wie langfattig das ist. Ja, und der Ständerat hat es geschafft, vor ein paar Jahren. Der Ständerat hat es geschafft, aber der Deutsche Bundestag noch nicht. Also, ja, wir haben es sogar, als wir in der Expo waren, zuerst ist es noch anonym, hat man es nicht gesehen und nachher haben sie es sogar dort geschafft. Nee, also dort, glaube ich schon, hat man, zumindest hat man wie gesehen, es könnte auch einfacher gehen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht wieder zurückgehen. Und das andere, was wir halt schon auch das, was Flavia vorhin gesagt hat, mit dem Vertrauen, ist ja die ganzen Cyberattacken, die wir jetzt auch immer hören und die wir zum Beispiel auf dem Sekretariat der Grünen, das nimmt extrem zu, seit wir auch etwas grösser geworden sind. Oder mit dem Bundestagswahlkampf der Grünen und mit den Angriffen auf die Annalena Baerbock, hat es bei uns eigentlich genau gleich wie dort, die Attacken haben zugenommen, hat es bei uns auch, weil halt grüne.de ist, fast gleich wie grüne.ch. Wir haben extrem viel mehr Angriffe und ich glaube, das ist auf Bundesebene, nehmen die Cyberattacken zu und dort habe ich manchmal auch noch nicht so Vertrauen, dass wir wirklich genug parat sind. Und dort habe ich das Gefühl, müssen wir sicher auf nationaler Ebene noch sehr viel machen. Wir haben auch ganze Gemeinden, die angegriffen wurden, also Montreux, all, wo sie angegriffen wurden, sind lahmgelegt worden. Also ich glaube schon, es sind eben gleich relativ kleine Unternehmungen, kleine Einheiten, die recht schutzlos exponiert sind. Herr Schneck, Sie kommen ja aus dem Informatikbereich und das sind ja genau diese Themen, die auch den Bürger, die Bürgerin beschäftigen. Sind denn meine Daten da sicher bei der Verwaltung, in der Politik? Wie sehen Sie das? Was sind da die Ansätze? Wo müssen wir da hin? Ich glaube, ein Problem, die wir in die Verwaltung und in die Politik verstehen müssen, ist, dass wir nicht mehr alles selber machen können. Und dass wir zum Beispiel unseren kleinen Rechenzentrum, je nach Größe von der Einheit,
selber schützen werden können in Zukunft, ist sicherlich nicht mehr gewährleistet. Und da müssen wir sicherlich die Kräfte bündeln und mit größeren Einheiten arbeiten können, wo jede Gemeinde oder jede Kanton gewisse Daten bringen kann, mit einem gemeinsamen, wo wir die Kräfte gemeinsam bringen, um das korrekt zu schützen. Wenn wir probieren, das jede für sich selber zu machen, dann machen wir es nur zum Wohl von den Leuten, die uns attackieren wollen oder die unsere Daten gerne bei ihnen haben würden. Und das müssen wir verstehen. Und ich meine, das ist ein bisschen das Gleiche, wie vorher gesagt worden ist. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist erstens, dass die Digitalisierung ein ganz anderes Tempo hat als die Politik. Das heißt, eine Generationwechsel in die digitalen Welt geht schneller als einen Gesetzentwicklungsprozess in einem demokratischen Land. Und das müssen wir verstehen. Ich sage nicht, dass wir viel ändern müssen, aber wir müssen das integrieren in unseren Denkprozess. Und das Zweite, wenn ich nehme gewisse Projekte, die gestartet worden sind, ist zum Beispiel EPD, weil das liegt mich ziemlich am Herzen. Wir haben stark gelitten, weil wir keine gehabt haben durch diese Krise. Wenn ich schaue, auf welche Basis wir das entwickelt haben, wir brauchen nicht mehr als eine Stammgemeinschaft in der Schweiz. Wir brauchen viele Apps rund um der EPD. Und jetzt, wer macht diesen Kern, wer macht die Stammgemeinschaft? Ist es ein Privat, ist es ein Öffentliches, ist es eine Hochschule, ist es eine Mischung von diesen? Ist es ziemlich gleich, aber wir brauchen nicht 26 Stammgemeinschaften. Mhm. Zum Glück haben zwei größeren Gruppen sich gebildet. Das wird sicherlich vereinfachen, dass wir irgendeinmal wieder zusammenarbeiten. Aber dafür haben wir mehrere Dutzend Millionen verloren, Zeit verloren. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt das Gleiche machen mit EID. Jetzt muss ein Entscheid getroffen werden, mit welcher Lösung wollen wir gehen. Wir brauchen nicht 20 Lösungen für EID. Ich meine, es gibt nur einen Schweizer Pass. Mhm. Und niemand stellt das in Frage. Ich meine, es würde ja niemand der Idee kommen, ja, ich baue jetzt irgendwie etwas, um eine Version 2 von der Pass zu haben. Und für die elektronische Identität braucht es eine rasche Entscheidung, dass wir hier vorwärts machen können. Mhm. Du stimmst zu? Ja, das ist ja auch ein das Problem gewesen, oder im ersten Gesetzesentwurf, dass man gesagt hat, die Privaten können es machen, und es kann mehrere Anbieter geben. Ob das vom Aufwand her nicht zu einer natürlichen Monopolbildung hat geführt, ist dann noch eine andere Frage gewesen. Aber das ist genau das, was ich meine, oder dass man dort auch sagt, es ist Nutzerinnen nutzerfreundlich, weil es eben eine Idee gibt, die wirklich auch vom Staat ausgestellt wird. Sie muss nicht vom Staat entwickelt werden, sie kann auch in Auftrag gegeben werden. Und dass das EPD wirklich rasch kommt, weil heute bin ich wirklich angewiesen auf den Goodwill von meiner Ärztin, meinem Arzt, wie dass sie meine Krankengeschichte führt oder ob sie mir die aushändigt. Und eigentlich möchten wir ja Patientinnen und Patienten stärken und die Daten, die Krankheitsgeschichte gehört mir als Patientin. Und da würde das EPD eine riesige Chance bieten. Und ich bin auch der Meinung, dass es sehr ungünstig ist aufgeleistet worden und dass wir jetzt auch gesetzliche Änderungen müssen machen müssen, damit wir noch auf das richtige Gleis kommen. Aber wenn ich mich hier erlauben darf, ja. Wir haben ein absolut tolles Momentum in der Schweiz. Mit dem Impfzentrum. Wir haben jetzt 6 Millionen Impfdossier in vielleicht 2 oder 3 verschiedenen Lösungen. Mhm. Das könnte man benutzen als Start von der EPD. Mhm. Das heißt, umwandeln wir diese 6 Millionen Impfdossier als EPD und von einem Tag zum anderen haben wir 6 Millionen EPD in der Schweiz. Und nachher könnte man noch ein Opt-out haben, wenn jemand das wirklich nicht will. Mhm. Das heißt, eine Person. Mhm. Und das könnte man jetzt in ein paar Monaten realisieren. Es braucht klar Gesetzesänderungen, aber wir haben gezeigt in der Schweiz, dass wir Gesetze entwickeln können, fast, vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, aber mindestens nur mit 3 oder 4 Tagen Vernehmlassung.
Jetzt, wir haben schon ganz viele Fragen aus dem Publikum und ich möchte eigentlich eine davon aufgreifen. Wir haben eben das elektronische Patientendossier und die eID angesprochen. Und Aline Trede, ich möchte vielleicht dich noch mal fragen, wann kann ich denn endlich online abstimmen? Ist es, wenn, wenn ich die EID habe, ist es dann, wenn ich abstimmen kann oder wann passiert das? Gut, das haben wir ja vor einem Jahr auch an den Digitaltag hier schon diskutiert. Also so, das ist, ich glaube, dort ist es ja genau das Gleiche, vor allem mit der Sicherheit und dem Vertrauen, das wir vorher auch schon diskutiert haben. Bis jetzt sind alle Pilotversuche worden oder es hat nicht funktioniert. Und solange das natürlich so ist, ist das Vertrauen nicht da, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Aber wir haben ja auch zum Beispiel die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, dort ist es zum Teil ja schon möglich. Und ich glaube, möglich gewesen? Genau, es ist nicht mehr. Sie können nicht mehr? Ja, sie können nicht mehr. Also ich glaube schon, dass wenn man jetzt bei EID, also dort hat man ja nach der Abstimmung, nach dem Referendum, das gewonnen wurde, hat es eine ganz breite, also mehrheitlich im Nationalen Ständerat Vorstoss gemacht, der gleiche Vorstoss, man will jetzt auch schnell vor. Ich glaube, der Wunsch auch, dass man schnell vorwärts machen, das ist wie klar und das wird auch so sein. Und ich glaube auch, dass man jetzt vielleicht dort auch die Krise ein bisschen als Chance nehmen kann. Und ich glaube auch, dass wenn wir dort einen Schritt weiter sind, dass man dann vielleicht ein bisschen anders, ich bin ja sehr skeptisch, zum Teil auch immer gewesen zu E-Voting, aber dass man dort vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen wird haben und dann auch schneller vorwärts kann kommen. Ich finde es ein riesen Nachteil, dass wir das E-Voting noch nicht haben. Von mir aus sollten wir es dringend haben. Unser ganzes Abstimmungssystem ist alles digital. Das Einzige, was nicht digital ist, ist das Stimmmaterial ausfüllen und einreichen. Unser Stimmregister, das ist schon längstens digitalisiert. Es hat nie jemand gefragt, kann man das Stimmregister hacken oder nicht. Unser Stimmregister kann man mit Sicherheit hacken. Man kann alles hacken. Es ist hochkriminell. Man muss doch nicht immer die schlimmste Kriminalität mitdenken. Man kann mal sagen, also, wir leben hier auch zusammen, ohne dass ich jetzt eine Pistole vornehme und die erschiesse. Also, das ist doch das Normalste von der Welt, dass wir uns nicht kriminell verhalten. Sobald eure Stimmzettel bei uns in der Stadt Bern sind, werden sie sofort eingescannt und alles weitere, die ganze Ausmittlung ist nachher wieder voll digital. Nur die Stimmabgabe ist noch nicht digitalisiert. Unser Ausmittlungssystem könnt ihr jederzeit hacken, ist hochkriminell. Es hat es bis jetzt noch niemand gemacht. Sicher kann man das hacken. Also ich kann nicht denken, ich kann nicht die Hand ins Feuer legen, dass man das nicht hacken kann. Man kann alles hacken. Ist hochkriminell, man darf es einfach nicht. Also hört doch auf, irgendwie zu sagen, wir können kein E-Voting machen. Dass wir das E-Voting nicht haben, das tut die Entwicklung von unserer Demokratie extrem hemmen. Wir könnten viel differenziertere Abstimmungen durchführen. Wir könnten Abstimmungen kombinieren mit Partizipationsfragen. Wir hätten keine ungültigen Stimmen mehr. Es wäre jede Stimme wäre gültig, weil du kannst ja nur abstimmen, wenn du den Stimmzettel richtig ausfüllst. Wir hätten so viele Vorteile. Hört einfach auf damit. Man kann es hacken, man kann es hacken, man kann alles hacken. Man kann die Steuerverwaltung hacken, man kann die Gesundheitsdirektion hacken, man kann alles hacken. Ist hochkriminell, hört doch auf. Es soll niemand hacken, fertig. Ich glaube, was man da noch sagen kann, ist, dass zum Beispiel bei Initiativen, dort ist ja die gleiche Diskussion. Soll man elektronisch können Initiativen sammeln? Und dort sind ja auch so kleine Schritte, die wie vorwärts sind gegangen. Also jetzt kann man mit WeCollect, man kann zumindest schon mal, es ist ein bisschen wie im Parlament, man muss es schon eintragen und dann drückt man es noch aus und unterschreibt. Aber dort ist man jetzt auch schon wieder ein Schritt weiter. Und was ja der Bund hat jetzt eine Digitalisierungsgruppe eingesetzt, wo ich gleich so das Gefühl habe, dass Priorität ein bisschen höher gewichtet wird, als es auch schon war. Also es ist bei der Bundeskanzlei angesiedelt und ja, die Hoffnungen sind recht gross, ehrlich gesagt. Teilen Sie die Meinung? Ja, auf Gefahr her, dass jetzt da als mega antiquierte Digitalisierungsbremse wahrgenommen wird. Für mich hat E-Voting keine Priorität im Moment. Ich finde wirklich, wenn ich schaue, wie die Verwaltung funktioniert, vor allem auch auf Bundesebene, wie im Gesundheitsbereich Spitäler noch funktionieren, Ärztinnen, Ärzte und alle Berufe, die dort rundherum angegliedert sind. Dort ist wirklich zum Teil noch also Mittelalter. Und ich finde, dort haben wir einen riesen Bedarf, den ich den Nutzen viel direkter sehe, sei es für die Patientin, sei es für die Bürgerin, die mit dem Staat im Kontakt, im Austausch ist, wo ich riesen Potenzial sehe. Und ich finde jetzt E-Voting, das so viele Fragen stellt und eben
Klar, man muss nicht vom Hacken ausgehen, aber die Gefahr für die Demokratie, wenn auch andere Länder würden irgendwie auf Einfluss nehmen auf Abstimmungsergebnisse, erachte ich halt schon als riesig und den Nutzen, dass man nicht, also man kann ja brieflich abstimmen, dass man jetzt das gänzlich digital machen kann, steht jetzt für mich nicht im Vordergrund, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann ja beides machen, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir vorwärts machen. Ich bin sehr einverstanden. Wichtig ist, dass wir vorwärts machen beim Patientendossier. Wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, unsere Patientendaten, ich habe irgendwie mal eine neue Operation gehabt, hier habe ich mal eine Bänderriss gehabt, ich habe dort Röntgenbilder bekommen, ich habe keine Ahnung, ja, wo die Röntgenbilder sind. Ja, das also, sonst wären die doch wunderbar, ja, in dem Dossier, ja, drin. Ich wollte, ja, doch das. Ich habe eine Bauchoperation gehabt vor 40 Jahr, ja, keine Mails mehr, wenn das irgendwo dort vermerkt wäre, wenn ich da eingeliefert werde. Nicht, dass der Chirurg irgendwie meine Mails suchen und nachher merkt, aha, die fehlt, ja. aber dort sollten wir wirklich vorwärts machen. Und ich glaube, aus der Pandemie haben wir auch gelernt, dass gewisse Länder mit den Gesundheitsdaten sehr verantwortungsvoll umgehen. Und wir haben ja genau das Gleiche noch. Wir haben Steuerdaten, wir haben polizeiliche Daten, die sind bestens gesichert, kann man sicher alle auch hacken, aber das ist gar nicht die Frage. Sie sind gesichert und es funktioniert. Und ich glaube, wir können mit Gesundheitsdaten und auch mit anderen Daten so umgehen. Sie müssen einfach in einem Silo sauber isoliert sein, abgespeichert sein, wo einfach ohne, dass es vernetzt ist. Aber das kann der Staat, das können wir und so könnten wir auch vorwärts kommen. Gut, aber er muss es auch wollen. Also, das ist eine Kulturfrage. Ja, weil wir haben schon, also gut, auch mit diesen ganzen Polizeidatenbanken, so, das ist ja das Thema, das immer wieder kommt und wo Karin Kauer-Sutter jetzt extrem auf die Fürsche machen, dass man das alles kann vernetzen kann, einfach alles und überall anfragen und ja, dass es 26 verschiedene Systeme gibt und nachher können sie zum Beispiel Anfragen, die sie an Bund haben gestellt, nachher selber nicht lesen. Das finde ich schon, das ist uneffizient. Aber gleich gibt es gewisse, gibt's auch Datenschutz und auch Grundrechte, digitale Grundrechte gibt es einfach auch. Und dort finde ich schon, man muss sehr säuberlich damit umgehen. Ich finde es gut, man soll weitergehen. Und ich habe nicht ganz so viele Sachen draussen und operiert wie der Alec. Aber mein Dossier wäre leichter. Aber gleich einfach, dass man dort auch ganz, ganz gute Richtlinien vorgibt. Nicht nur jetzt im Gesundheitsbereich, sondern eben auch, sie sehen, sonst Grundrechte, die geschützt müssen werden. Ja, es ist ja wirklich Realität. Wir hatten eine Stiftung, meineimpfungen.ch, die mit einem Skandal Aufruhr gemacht hat, dass man sogar hat mit ein bisschen Grundwissen, also ich konnte es nicht, können, aber man hat es gescheint können, schauen, wie die Viola am Herd geimpft ist oder nicht. Und wo man eigentlich wie gemerkt hat, was der Schaden kann sein und Problematik, wenn dort eben die Silo-Thematik oder die Sicherheit-Thematik nicht spielt. Und jetzt haben wir gestern können erfahren, dass die Stiftung dank einer privaten Spende die Daten zurückgibt und zwar irgendwie mailt, völlig ungesichert. Also ich finde, dort muss schon auch der Wille und das Verständnis da sein, dass man hier wirklich sehr vorsichtig und eben die Datenschutzproblematik muss im Auge behalten. Das ist absolut zentral. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel gehört über die Chancen, die Risiken, was es alles gibt in dem Bereich. Und wir haben auch noch eine Publikumsfrage bekommen. Und Herrn Schneck, ich möchte Sie eigentlich gerade fragen. Und zwar eigentlich die Politik und die Parlamente sollten Vorreiter und Treiber sein für die Digitalisierung. Wir haben vorhin gehört, so weit ist die Politik da noch nicht. Muss man erst sich selber reformieren, digitalisieren, bevor man damit auf den Bürger, die Bürgerinnen zugehen kann? Ja, das fängt immer an, wo die Entscheidungen getroffen sind. Und wenn ich nehme meiner Direktion, wenn ich dort gekommen bin, war die Digitalisierung ungefähr auf null. Wir haben die Rechnungen von die Spitäler noch manuell behandelt. Mit Vorschüsse und ein ungefähr Abrechnung drei Monate nach Jahresabschluss und so. Und jetzt treiben wir diese Digitalisierungsoffensive in meiner Direktion. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Wir haben ein Dutzend von Projekten, die jetzt entweder schon umgesetzt sind und die anderen, die in Entwicklung sind und
noch ein paar anderen, die nur geplant sind. Und ich meine, das muss sicherlich von den Entscheidungsträgern kommen, die sagen, jetzt gehen wir in diese Richtung. Und wir können nicht erwarten, dass der Bürger die Digitalisierung macht, wenn die Verwaltung das nicht macht. Aber klar, wir müssen diese Digitalisierung zusammen machen, mit den Partnern, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir können nicht etwas entwickeln, die nachher nicht gebraucht sein wird. Die Digitalisierung muss nicht der Ziel sein. Die Digitalisierung muss eine Erleichterung von den Prozessen sein, muss uns erlauben, die richtigen Daten am richtigen Moment zu haben. Und ganz besonders im Gesundheitswesen. Ich meine, wenn Sie einen Patienten bekommen und Sie wissen nicht, was er für Medikamente hat, was er für eine Geschichte hat, für den Notfallarzt, die der Person bekommt, das kompliziert wahnsinnig viel seine Arbeit. Das generiert viele unnötige Laboranalyse, sogar Bilder und so weiter, die man schon zur Verfügung haben könnte. Und da müssen wir wirklich vorwärts machen. Und wir müssen, glaube ich, hier klare Entscheidungen nehmen und diese auch korrekt kommunizieren. Ich meine, man hat Angst für seine Gesundheitsdaten in ein EPD. Aber ich würde viel mehr Angst haben für meine Gesundheitsdaten auf den Laptop von meinem Hausarzt. Mhm. Es tut mir leid, er kann gehackt werden ohne irgendeinen großen Aufwand. In ein paar Minuten kann alle, die das wünschen, das machen. Ein EPD ist viel sicherer, viel mehr sicherer. Mhm. Und das müssen wir auch, glaube ich, immer mehr erklären an die Leute. Das geht auch um Schutz von ihren Daten, diese Entwicklung. Aber es wird immer Hacker geben. Es gibt noch immer heute Banken, die plötzlich jemanden haben, die ein bisschen Geld nimmt. Das existiert heute, das hat existiert vor 100 Jahren und jetzt Daten ist das Geld von heute und es wird immer Fälle geben. Wir müssen kämpfen dagegen, total einverstanden. Wir müssen sichere Systeme aufbauen, wir müssen stark investieren in diese ganze Cybersicherheit. Aber wir müssen das auch vernünftig erklären. Mhm. Wir müssen doch im Gleichschritt sein, oder? Wenn die ganze Dienstleistungsgesellschaft, wenn alles digital ist, wenn alle Dienstleistungen digital angeboten werden, ich kann Rechnungen zahlen, ich kann Reisen buchen, ich kann alles digital machen, dann geht es doch nicht, dass der Staat nachher irgendwie mit schriftlichen Formular funktioniert. Also wir müssen dort im Gleichschritt drin sein und wir müssen dort auch die digitalen Lösungen anbieten. Nicht, dass wir plötzlich zum Hämmer werden von der Digitalisierung. Ich weiß nicht, ob wir können. Für das sind wir vielleicht ein bisschen zu spät, für dass wir Vorreiter und Treiber von der Digitalisierung werden. Aber wenigstens im Gleichschritt uns mitbewegen. Wir sind ein Teil von der Landschaft, was sich das Land darauf entwickelt. Und wir wollen doch dort im Gleichschritt sein. Aber für das müssen wir noch ein bisschen ziemlich Gas geben. Merci vielmal, perfektes Schlusswort für unsere Runde. Noch ein bisschen Gas geben und mindestens im Gleichschritt sein mit der Digitalisierung. Danke für die spannende Runde zum Thema Digitalpolitik. Und danke auch den Zuschauerinnen und Zuschauern für ihre spannenden Fragen zum Thema Digitalpolitik. Und merci vielmals.